Herzlich willkommen zurück zu unserem ModKing 10.003 Bausatz. Wir waren bis Bauschritt 15 gekommen. So sieht das Ganze aktuell aus. Klemmkraft soweit in Ordnung, bis auf diese beiden Auspuffrohre. Ich habe hier schon wieder einen Fehler gemacht. Ich habe nämlich das hebel ich hier mal oder versuche das mal abzuhebeln. Ich habe das nämlich zu weit nach außen gesetzt. Ha. So, aber das war jetzt kein Problem. So passt es, so sieht es gut aus. Wir machen mit Bauschritt 16 weiter. Wir sind immer noch bei den Tüten mit der Nummer 1. Wir brauchen die für weiße einer. 1, 2, 3 und na, wo ist denn der letzte hin? Er hat sich verkrümelt. Das kennen wir ja schon von diesen Steinen, dass die sich gerne mal verkrümeln, dann irgendwo drunter liegen und mir dann erstmal klar machen wollen, dass sie fehlen. Tun sie aber nicht. Ich mag lieber heißen Kaffee. Ist inzwischen recht kalt, aber okay, hier muss ich jetzt mal gucken. Eieieiei. Von denen gibt es jetzt mehrere. Ich muss mir die erstmal raussuchen. Da ist ein goldener, den lassen wir liegen. Ach so, auch hier wieder können Teile ausgetauscht sein. Das ist hier dann auch der Fall. Also ist, man hat an den Bauteilen später noch irgendwas geändert. Manche sind so in der Form noch drin, bei anderen gibt es eben zwei Varianten, die drin sein können. Das ist auch immer wunderbar in der Anleitung dargestellt. Das haben wir auch hier wieder tatsächlich. So. 1, 2, das ganze Zeugs mal weg. 3, 4, 5 und 6 weiße Zweier. Dann haben wir 2. Ich denke nicht, dass der Auspuff abfällt. Ich komme von Höckskin auf Stöckskin. Das ist echt interessant bei mir. Ich kann in der einen Minute davon reden und in der anderen von dem. Ja. Gut. Genau, wir wollen diese jetzt erstmal hier zusammenklicksen. Das funktioniert gut. Kommen da jetzt zwei aufeinander? Ach nee, da kommen hier, Moment. So. Und so und so, dann haben wir die, dann kommt die Seite so einer hin und ein einer und hier kommt noch ein Zweier drauf. So, dann kommt noch so einer hier hin. Und zwei von denen, dann kommt der hier vor und so. Alter Schwede, guckt euch das mal an hier. Sieht eher aus wie eine Gebirgslandschaft. So, und wir bauen auf der anderen Seite im Prinzip das Ganze genauso. Bin jetzt gerade etwas irritiert. Ich glaube, ich habe einen kleinen Fehler gemacht.
versuche das mal da runter zu rupfen. Alter Schwede. Das hätte nicht passieren dürfen, glaube ich. Ich muss mir da mal eben ein Werkzeug ranholen, weil Teile Trenner gibt es, mit dem würde ich auch nicht dazwischen kommen. Eine Sekunde bitte. So. Mit einem entsprechenden Werkzeug geht doch alles, weil du musst hier so vorsichtig sein. Und mein Fehler ist gewesen, dass diese beiden Zweier hier oben drauf gehören. So. Und dann bauen wir es nochmal, das ist ja kein Problem. So muss das dann. Und ich glaube, so passt es dann auch. Und auf der anderen Seite machen wir jetzt nämlich genau dasselbe. Nur eben spiegelverkehrt. So, wo ist der? Ich hatte doch zwei von denen. Wo ist er denn jetzt hin? Und genau, den so, du da drunter und hier drauf. Das Ganze wird dann ans Fahrzeug angebaut, nämlich. Wenn es denn passt. Irgendwas habe ich falsch gemacht. So, die beiden Zweier obendrauf, das ist soweit richtig. Dann. Kommst du hier hin und du hier hin. Soweit auch gut. Dann kommen diese beiden Platten da oben drauf. Stimmt doch was nicht. Das hier wäre viel zu niedrig. Und der hier müsste damit abschließen. Warum tut er das nicht? Wo habe ich einen Fehler? Also, pass auf. Ein Zweier und ein Zweier. So. Ich habe zu wenig Zweier ausgewählt. So, du kommst hier drauf. Dann kommst du hier drauf. So, und jetzt passt es nämlich auch. Und auf der anderen Seite ist es nämlich genauso. Ich habe Teile vergessen einzubauen. So, pass auf. So
So, diese Seite auch so. Dann haben wir hier noch einen Zweier drauf. Genau, dann kommen. Dann kommen die beiden, die schließen dann schön damit ab. Und er kommt hier drunter. Süste. Der Zweier, der mir hier fehlt, habe ich da auf der anderen Seite eingebaut. Passt natürlich nicht. Hinten und vorne nicht. Ganz klar. So, mein Fehler. Da kann Mordking nichts dazu. Dann kommt das Ding hier nämlich drauf. Und wird natürlich auch wunderbar passen. So schaut das Ganze aus. Ich sitze schief auf meinem Stuhl. Das ist unglaublich. So, next. Jetzt haben wir hier unsere weißen Platten haufenweise. Wir brauchen eine davon. Ach, 2x4 steht da drauf. Das ist ja praktisch. Es ist bezeichnet, was hier ist. 2x4. Gut, eine. Sind wir dabei. Dann brauchen wir einen hiervon. Wir brauchen einen langen grauen. Einen grauen. Und 1x4. Genau. Ist doch sehr schön. So, wir haben jetzt hier unser Autochen. Das Goldene werden wir nicht mehr berühren. Und erzählen. Der Auspuff hält. Auch wenn es sehr filigran wirkt, aber es hält. So, dann kommst du hier hin, nicht an das Goldene fassen. Du kommst hier hin. Du kommst hier hin. So. Ach so, das wird wahrscheinlich der Kofferraum. Das ist das nächste, was gebaut wird. Ich stell's mal dahin. So, einmal. Das könnte der ganz lange sein, kann aber auch ein anderer sein. Muss das mal eben durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10er. 2, 4, 6, 8. Ich hatte es doch im Urin, siehste mal. Und zwei von denen, die sind unverkennbar. Die kommen hier jeweils drauf, ja. Sieht gut aus, genau. Dann brauchen wir das. Wir brauchen zwei schwarze. Und nochmal zwei weiße. So. Sonne blendet mich immer noch. Unglaublich. So, das ist das. Ey, Bursche, der kriegt eine Anhängerkupplung. Das ist ja unglaublich. Ein von denen. 2, 4, 6, 8. Ich glaube, wir drehen die mal um, dann kann man die besser unterscheiden. So, Achter ist auf jeden Fall der da. Und nochmal das Gegenstück für die andere Seite. Und dann gibt es Ütte. So. Ja, manche Sachen erklären sich von selbst. Anhängerkupplung. Muss sein. Gut. Jetzt geht es wieder mit Handschuhen weiter auf jeden Fall. Da wette ich für. Eine davon. Zwei hiervon. Und
einmal 8, das ist die. Und zwei von den goldenen. Man mag mich für verrückt halten, aber es ist mir egal. Ich möchte, dass das Gold so lange wie möglich so Gold bleibt. Am besten ich schweiß das hinterher ein und keine Ahnung. So, das sind nämlich zwei goldene Dreiecke. Und zweimal Thailand. Wo sind sie denn? Das ist zu lang. Das ist auch nicht. Das sind alles, Alter. Guckt euch diese goldene Vielfalt an hier. Das ist doch wahr. Hier ist einer. Komm hier hin, du Schlumpf. Das ist mit Handschuhen allerdings nicht ganz so einfach zu basteln. Aber es kommen keine Flecke drauf. Und ihr hinterlasst eure doch aggressiven Körperflüssigkeiten nicht auf der auf dem Set. So. Das hätte man natürlich jetzt auch schon mal bauen können und dann nur die goldenen Teile später mit Handschuhen aufsetzen. Na egal. Haben es jetzt so gemacht. Perfekt. Ups. Pinzette ist tatsächlich auch keine Option. So, hier rein in das Loch. Ja. Der Klemmbausteine mit Handschuhen zusammenbaut. Guck. Dann eigentlich mit den nächsten Bauschritten auch erstmal mit Handschuhen weitermachen, weil es kommen wieder goldene Teile dazu auf jeden Fall. Ich habe keinen Bock, die jedes Mal an- und auszuziehen. So, das haben wir dann so. Dann kommst du, nee, warte mal, wo kommst denn du hin? Du kommst davor. Du kommst davor. Und hier auf der Seite würde ich einen längeren wählen, nämlich den. Kurzen gegriffen. Und den, dann haben wir jetzt erstmal das. So. Jetzt kommen wir drauf, dass wir den haben. Wir haben zwei goldene, und zwar dreistufige. Das sind die langen hier hinten, gell? Das ist auch ein kurzer. Das ist ein langer. Die sind sehr ungleichmäßig besprüht. Gerade so im unteren Bereich fehlt es dann doch ein bisschen. Also das ist schon Angriffsfläche für irgendwelche Säuren oder keine Ahnung was. So, und jetzt brauchen wir auch den kurzen hier an der Stelle. Jetzt haben sie das so blöd gemacht. Also ich drehe das Teil um. Hier vor den schwarzen. Hier gehört der offensichtlich rein. Und der hier müsste dann theoretisch da drunter, oder wie ist das? Wie haben denn die das geplant? Sollte ich noch richtig rumdrehen, oder? So, der hat jetzt gut Halt. So rum gehört das Ganze. Und du kommst hier rein. Ist das überhaupt die Anhängerkupplung? Ich habe das jetzt echt für eine Anhängerkupplung gehalten, aber anscheinend doch nicht. Ich habe keine Ahnung, wofür das gut sein soll. So rum, genau, hier vor den schwarzen, passt. Gut. Nächster Bauschritt, hoppsala. Wir brauchen den hier. Wir brauchen den und den. Wir brauchen zwei goldene
Steiner, das wird wieder ein Fest, Leute. Das wird ein Fest. Okay. Wir bauen das so hin. Irgendwas ist hier falsch bei dem, was ich gemacht habe. Stimmt doch was nicht. Wenn ich den da reinbaue, behalte ich Luft. Irgendwas ist ja an irgendeiner Stelle falsch gelaufen. So, bis dahin ist es okay. Ich weiß auch wo. Ich bin so ein Idiot. Rupfen dies hier noch mal runter. Kommt, wenn man alle Teile falsch rum anbaut. So, also an der Stelle waren wir, soweit hatten wir es. Und diese Dinger hier, die müssen so rum daran. Den klappt es auch mit dem Nachbarn. Siehst du wohl. So. Und so. Aber wenn man so dumm ist, so wie ich, dann funktioniert das nicht. Ne? Genau. Und jetzt haben wir nämlich auch hier schön diese Kante, wo dies rein soll. Dann passt das nämlich wunderbar da drauf. Und der auch. So, na, dann können wir nämlich auch den hier drauf bauen und der schließt dann auch einigermaßen damit ab. Das sieht ein bisschen, da ist jetzt eine kleine Kante drin, aber okay, wenn dem so sein soll, dann ist es so. So, und dann kommt nämlich Ötte hier drauf. Gibt es den noch in einer flacheren Form? Nö, das ist schon der, der da drauf gehört. Der Pass ist von der Form her etwas anders. Der ist ein bisschen höher. Aber okay. Sieht jetzt nicht unbedingt schlecht aus. Hey, und ich werde der Witz des Jahrhunderts bei YouTube, weil ich ein Klemmbaustein-Set... Ich muss aufpassen, dass ich nicht Lego sage, weil das ist ja kein Lego. Weil ich ein Klemmbaustein-Set mit Handschuhen baue. Ha. Ah. Wo gehört denn der jetzt hin? Zwei Noppen frei, zwei Löcher frei, beziehungsweise eineinhalb, dann müsste der hier hin. Und hier auch. So. So. Ja. Gut, jetzt können wir die Handschuhe erstmal wieder ausziehen. Jetzt haben wir wieder keine Goldteile dabei für den Moment. Das macht es dann auch ein bisschen einfacher wieder im Zusammenstecken. So, dann vier Pinne. Eins, ups, zwei, drei, vier Pinne. Teile werden weniger. Zwei hiervon. Ja, Dreier, du hast keine anderen da drin, das passt schon. Zwei Deckel, zwei von denen.
drei von denen. Und ich habe was Goldenes berührt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hm. Okay. Das kommt hier drauf. Das kommt hier drauf. Hier kommt noch ein Stopper davor. Und hier kommt das Ding drauf. Auch meine Katze freut sich über die Lichtschattierung meiner Uhr und spielt hier gerade crazy. Von daher werde ich meine Uhr mal eben einpacken, dass sie Frieden hat. So, auf der anderen Seite bauen wir im Prinzip das Gleiche. Und auch hier so. Dann haben wir das. Und das kommt hier rein. Und auf der Gegenseite ist es nämlich dann genauso. Nach außen korrekt. Genau, so. Da haben wir jetzt links und rechts. Und dann kommt auf dem hier kommen diese Teile. Es ist echt an alles gedacht hier, ne? Alle Verzierungen und wunderbar. So, das Ganze wird dann, jetzt müssen wir das Richtige nehmen, einmal da eingeklickst und einmal hier eingeklickt. Das ist ein Kofferraumdeckel tatsächlich. Ach, dann kommt hier hinten drauf nachher das Reserverad. Dafür ist aber gerade sagen, Anhängerkupplung sah das nach aus. Ist es aber nicht. Da kommt das Reserverad später drauf tatsächlich, Leute. So sieht das aus, ne? So. Nächster Baustep. Das ist jetzt wieder ganz einfach. Wir brauchen wieder unser Teilchen und bauen die wohin? So rum. Links und rechts von dem Grauen. So weit wie möglich nach außen, ohne goldene Bauteile zu berühren. Und das Ganze passt. So, sieht im Moment so ein bisschen aus wie so ein Spoiler. Ich glaube, der wird schön. So, hätte ich gar nicht so weit weglegen brauchen. Die nächsten zwei Bauschritte. Einer und zwei von denen hätte ich direkt hier lassen können. Der graue hier direkt davor. Man hat manchmal so das Gefühl, wenn man die hier aufdrückt, als würden die gar nicht halten. Aber ich schwöre euch, die Dinger halten wie Gift. Ach so. Hier drauf. Ich war schon wieder leicht irritiert hier. Und aber hier dürfte nur einer frei sein. Ja.
Irgendwo habe ich einen Fehler gemacht. Oh nee, ey. Irgendwo habe ich einen Fehler gemacht. Aber wo? Ich glaube, ich habe ihn gefunden, den Fehler. Den nehmen wir nochmal runter. Und zwar... Nee, da bleiben nur zwei frei, das ist schon so. Aber die müssen drei reingehen, das tut er auch. Drei Pinne rein, dann sind wir hier. Wo habe ich den Fehler? Das ist immer eine schöne Suche. So. Soweit alles gut, die liegen hier aneinander, das haut so weit hin. Da ist ja auch nicht so viel falsch zu machen. Die sind so weit wie möglich dran, das klappt auch. Der graue da. Dies Ding noch mal runternehmen, das hilft alles nichts. Rein, das passt auch. Dann müssten hier zwischen, nehmen wir einmal die Lupe, dann können wir es besser sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Noppen sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Noppen. Das ist soweit korrekt. Da gehen wir erstmal konform. Ne? Das haut hin. So. Also bis dahin kein Fehler gemacht. Der hier kommt an den hinteren. Das ist auch soweit richtig. Wir haben hier diesen Vierer, der übrig bleibt. So. So, der Vierer, der übrig bleibt, dann geht es da. Genau. Und dann müsste ich hier theoretisch einen Bock geschossen haben. Wir zählen nochmal die Noppen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es bleibt bei 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es bleibt bei 7. So. Dann sagt er... dass diese Weißen hier auf die Kante gesetzt werden sollen. So, bauen wir das Ganze einfach mal von der anderen Seite. Dann kommen diese beiden einmal hier hin, einmal dahin. So, dann kommt der Weiße, dann kommt der Graue. Und der Graue endet inmitten einer Noppe. Das tut er. Das
passt irgendwo nicht. Wir wollen mal gucken, wo sich das für uns niederschlägt später. Denn hier sind dann nach hinten nur noch 3 frei. Und tatsächlich sind es aber 4. Es sei denn, wartet mal. Da stimmt was nicht. Diese hier müssten das abdecken und das tun sie nicht. Also hier stimmt irgendwas in der Anleitung nicht. Auch wieder nur eine theoretische Anleitung. Irgendwas haut hier nicht hin. Da ist ein Fehler, guck mal. Und zwar Fehler gefunden. Asche auf mein Haupt. Das natürlich hier wieder nicht runter, ganz klar. Ja, Junge, da muss ja erstmal drauf kommen dann, ne? Ich müsste jetzt mit irgendwas rein. Aber warte mal, wieso Asche auf mein Haupt? Ja doch, Asche auf mein Haupt, klar. Ich hole mir mal eben eine Zange. Kommst du gar nicht runter, ey. Sehr schön. Oder auch nicht. Ich zeige auch gleich, was ich gemacht habe. Da habe ich tatsächlich nicht richtig geguckt an der Stelle. Das geht. Okay, pass auf. Und zwar... Diese Dinger gehören komplett hier drauf, nicht vorne angesetzt. So, dann kommt der Einer, dann kommt hier noch ein Einer. Schön, wenn man solche Fehler erkennt, aber man fängt an zu grübeln. Aber man muss richtig gucken, das ist manchmal mein Problem, glaube ich. Ich bin manchmal zu hektisch, was das angeht. So, jetzt sind wir nämlich hier so und haben... das entsprechend gebaut. Ich nehme diese hier vorsichtshalber auch nochmal runter. So, genau. Okay, jetzt sind wir an der Stelle. Das haben wir gebaut. Das Ding ist drauf. Wunderbar. Und wir sind jetzt an der Stelle, wo wir hier unsere Teile haben. Grau-Weiß. Zweimal den hier. Zweimal den hier. So, und jetzt geht es nämlich weiter. Ich werde jetzt nämlich von vorne anfangen und setzen den so drauf und den so drauf. Eine Noppe kann viel ausmachen. So, dann kommt er hier hin und er hier hin. Dann kommt das hier hin und der graue hinten dran. So, und dann war es das nämlich auch und jetzt passt es nämlich auch. Na? Vorne um eine Noppe vertan und schon passt das hinten nicht. So. Next. Wir brauchen einmal. Wir brauchen zweimal. Wir brauchen dreimal einen Schluck Kaffee. Ah,
Das sage ich jetzt inzwischen eiskalt. Zwei von denen. Eine von denen, so viel bleibt nicht mehr übrig. So. Gucken wir mal. Die beiden. Hier drauf. Das ist leicht. Den da drauf. Das ist auch leicht. Und die hier. So und so, ne? Meine Nase juckt. Unglaublich. Hält. Sogar der Auspuff ist noch dran. Ich bin erstaunt. So. So langsam wird ein Schuh draus, ne? Einmal. Zweimal. Zweimal. Und noch einmal das Ding. So, okay, pass auf. Jetzt kommt hier nochmal der drauf. Hier kommt der drauf. Das steht über, muss das so? Muss das so? Das muss so. Und dann haben wir gleich Bautüte 1 tatsächlich schon abgeschlossen. Wir brauchen zweimal die kurzen weißen und viermal die langen weißen. Also sind wir mit der ersten Bautüte tatsächlich schon durch. Immer aufpassen, dass ich nicht das Goldene berühre. Nicht das Bow berühren. So, die beiden kurzen hier vorne hin. Er hat das Bow berührt. Der schließt hier ab. Der schließt hier ab. Wunderbar, wie das alles passt, ey, ganz ehrlich. So, dann der hier drauf. Und der hier drauf. Und jetzt sieht das schon wunderschön aus, wie ein Fahrgestell mit Spoiler. Alter, ist es so geil. Und das nächste wäre dann Bauabschnitt 2. Das machen wir dann aber tatsächlich im nächsten Video. Ich gucke mal eben, wie viele Seiten das sein werden. Ja, es sind auch einige. Ich denke mal, da werden wir auch entsprechende Videos machen. Das dauert ein bisschen. Da sind wir so schnell nicht mehr durch. Ja, Bauabschnittstüte 2 dann beim nächsten Mal. Das packen wir erstmal an die Seite. Diese Sachen sind hier tatsächlich erstmal übrig geblieben. Übrig gebliebene Teile packe ich dann in eine gesonderte Tüte. Und bis dahin habe ich auch die goldenen Dinger dann mal umgedreht. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Macht's gut.